Sie ist momentan in aller Munde, Meta Hildebrandt. Ihr Markenzeichen sind die orangefarbigen Haare. Im deutschen Fernsehen hat sie den bekannten Fernsehkoch Tim Melzer in der Sendung Kitchen Impossible so richtig abserviert. Seitdem vergeht kaum ein Tag, wo sie nicht irgendwo in der Schweizer Medienlandschaft anzutreffen ist. Mühsam. Dabei möchte sie doch eigentlich nur eins, nämlich weiterhin ihre Gäste in ihrem Restaurant Le Chef verwöhnen. Im Restaurant Le Chef ist sie der unangefochtene Boss. Aber auch sonst hat die 32-Jährige gerne die Hosen an. Denn der beste Weg, die Zukunft hervorzusagen, ist, sie gleich selber zu gestalten. The best way to predict your future is to create it. Ja, es ist relativ einfach. Ich finde, jeder sollte machen, was er will und was er gerne macht. Also du bestimmst, was deine Zukunft bringt, also form sie. Mit ihrem auffälligen Look passt die Fernsehköchin wunderbar in den Kreisreib. Le Chef, ein Ort, der schon lange nicht mehr nur ein Geheimtipp ist. Ich finde den Kreis 4 einer der allerschönsten Kreise. Und so Leute wie ich passen gut dahin. Grosse Gücke, orange Haare, das passt in das Kreis-Kaib, das wir eigentlich nennen. Und von dem her, ja, vielleicht ist das Restaurant Le Chef etwas schicker als die meisten, aber es hat doch ein paar versteckte Geheimtipps dahin. Das Restaurant trägt die Handschrift der Perfektionistin. Violett ist die dominierende Farbe. Bevor die Gäste kommen, legt Meta selber Hand an. Die Liebe zum Detail, allgegenwärtig. Ich würde sagen, die Liebe zum Detail ist ein bisschen krampfhaft, ein bisschen übertrieben, aber das bin ich. Wird diskutiert? Ich glaube, die einen Gäste schätzen es sehr und sehen das Detail auch. Und die einen Gäste sehen es halt nicht. Man kann auch nicht von allen ausgehen. Aber ich sage immer dazu, am Ende des Tages gehe ich mit mir selber ins Bett. Und wenn ich ins Bett gehe, werde ich zufrieden sein mit dem, was ich geleistet habe. So. Also, heute Abend haben wir den Joachim, der kommt. Mhm. Dann das Museum, die haben vorbestellt. Aber auch in der Küche ist Meta spür- und fassbar. Ihr Team weiß Bescheid, worauf der kreative Wirbelwind Wert legt. Langweilig wird es mit Meta bestimmt nicht. Jeden Tag was Neues, aber auf jeden Fall herausfordernd tagtäglich. Ja, aber ich habe es wirklich sehr, sehr gut mit ihr. Aber ja, wie gesagt, manchmal stressig, manchmal entspannt. Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Seit ihrem erfolgreichen TV-Auftritt in der Sendung Kitchen Impossible mit Tim Melzer wird es noch ein wenig herausfordernder. Es reisen sogar Fans aus Deutschland an, um die verrückte Nudel hautnah zu erleben. Das Klientel ist internationaler geworden und ein bisschen bunter. Und es hat vor allem Leute drunter, die so eine Restaurant-Checkliste haben, wo sie überall hingehen wollen. Bunter, das kommt Ihnen ja sehr entgegen. Das hat was, ja. Also das Klientel hat verschiedenste Alterskategorien und verschiedenste Wünsche. Und ja, dazwischen noch unsere Stammgäste. Zu den langjährigen Stammgästen gehört dieser Herr. Das sieht doch fein aus. Zur Vorspeise gibt es Duett vom Frischlachs und vom Tuna auf einem Mousse mit Wasabi und Erbse, basisches Frischkäse. Dazu gibt es Röstzwiebeln und Sprossensalat, abgerundet mit Honig-Vanille. Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich. Der Gourmet und Genießer ist immer schon ein großer Fan von Metas Küche. Ich finde es wunderbar, dass sie jetzt den Erfolg hat, weil ich der Meinung bin, sie verdient ihn. Sie hat extrem viel investiert. Ich finde, sie ist ein toller Mensch. Die Begeisterung, die sie für ihre Arbeit entwickelt, findet man heute sehr selten. Ich weiß aber auch, wie sie ihr Geschäft führt und das finde ich sehr professionell, sehr menschenorientiert, rundum eine ganz tolle Person. Solche Komplimente sind der Lohn für viel Fleiß und Durchhaltewillen. Gespickt mit einer gehörigen Portion Individualismus macht es Meta Hildebrandt zu dem Menschen, der sie heute ist, nämlich einzigartig.